Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter hier bei Heisenberg Zock. So, wir haben die Schränke entdeckt. Höhö, da hinten steht einer. Ne, hier stehen zwei sogar schon. Haben wir hier schon was drin? Nein. Ich würde mal sagen, den ersten, den benutzen wir mal für, wie soll ich sagen, machen wir mal Eisen. Und, na gut, ist jetzt irgendwie auch blöd, jetzt das alles hier irgendwie ummodeln möchte ich eigentlich auch nicht. Ich würde sagen, wir machen das nach und nach, weil wir haben eigentlich Wichtigeres zu tun, wie Schränke zu füllen. Oder was meint ihr? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Soll ich jetzt schon anfangen zu sortieren oder machen wir was anderes? Ich wäre tatsächlich für was anderes. Kann ich dich ernten? Nee, 86%. 76, da ist auch noch nichts. Und dann haben wir hier noch was. Auch 76, okay, ist auch nicht so dringend. Was wollten wir denn herstellen? Irgendwie, ich wollte eigentlich mal noch gucken wegen der Außentreppe. Habe ich das irgendwie dann vergessen? Das könnte sein. Ja, da brauchen wir ein Eisen. Ist es denn wahr? Ich habe gerade ein Eisen hinten in den Schrank reingetan. So, Außentreppe. Oder ging das nicht? Ich dachte, ich hätte schon geguckt. Oder wollte ich noch gucken? Was liegt denn hier? Silizium, das liegt hier einfach so in der Gegend rum. Da habe ich wahrscheinlich verloren. Genau, ich habe doch ein paar Sachen verloren. Nehmen wir doch mit. Aluminium liegt hier rum. Sag mal, Kobalt. Da noch Zeug und Sachen. Da komme ich, glaube ich, nicht ran. Das ist ja doof. Jetzt haben wir es aufs Eisen raufgebaut. Hier ist aber auch noch was. Ach, ist Inventar voll? Nee, doch nicht. Nicht richtig gezielt. Vielleicht von der anderen Richtung. Na ja, gut, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Wir suchen, wir wollen, wir haben. Nee, komme ich auch nicht ran. die Außentreppe. Aha, okay, das wäre dann sowas. Ja, da bräuchte dort natürlich nochmal eine Tür. Das ist klar. Oder Außen... Außentreppe auf Außentreppe. Ich denke, so wird's gehen. Ja, ist klar. Also die Logik dahinter habe ich verstanden. Gut, aber wir brauchen keine Außentreppe, wir haben eine Innentreppe. Wir schauen mal bei der Energie. Das sieht so aus, dass wir nochmal dringend was machen müssen. Aber jetzt ist gerade wieder am Toben draußen. Wir machen nochmal so ein Teil. Da fehlt uns eigentlich nur Magnesium. Magnesium haben wir doch in rauen Massen, dachte ich. Ui. Hat's jetzt eingeschlagen? Das war gerade relativ heftig. Ich dachte, wir hätten Magnesium. Habe ich da falsch gedacht? Mich dünkt, ich habe falsch gedacht. Eis. Nehmen wir auch mal noch rüber, dann können wir nochmal Getränk schnitzen. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Wir haben echt kein Magnesium. Nö, haben wir nicht. Gut. Ja, aber ich möchte jetzt nicht raus. Ist mir gerade zu ungemütlich. Oder kann ich? Kann ich denn erschlagen werden von den Teilen? Wahrscheinlich schon. Oh, kann da die Basis irgendwie erschlagen werden von? Das könnte ja auch sein. Auch nicht schön. Magnesium. Ich glaube, jetzt hat es eh wieder gebessert. Hier? Nee, doch nicht. Da kommt noch was runter. Ui, haben aber alles gerodet. Oh, Nahrungsniveau. Haben wir was dabei? Jawohl, eines und Dingens haben wir. Jetzt haben wir Magnesium. Ich gehe immer raus. Ich gehe mal raus und suche. Dann finde ich was. Gehe wieder rein. Weiß nicht mehr, was ich gebaut habe. Das ist hier. Was macht denn hier das Titan-Dingens? Das müsste Magnesium sein. Jawohl. So, dann können wir das bauen. Kann ich die noch mitnehmen? Das Silizium, das rollt. Rollendes Silizium. Ist das wieder was Spezielles? Es gibt ja, wie gesagt, noch goldene Kisten, hieß es mal. Die müssten irgendwo wahrscheinlich versteckt sein in den Höhlen. Da gehen wir mit Sicherheit natürlich auch nochmal hin, ganz klar. Aber zuerst würde ich halt schon vorschlagen, dass wir jetzt die Basis ein bisschen ausbauen. Das war eigentlich auch euer Tipp. Also am meisten kam tatsächlich, baue die Basis meine Ruhe aus. Gut, was wollte ich jetzt bauen? Irgendwas wollte ich bauen. Das hier, genau. Okay, machen wir mal. Natürlich nicht hier drin, sondern hier draußen. Irgendwo in sicherer Entfernung geht nicht. Einmal drehen. Denk mal, ist relativ egal, in welche Richtung das guckt. Wenn man es mal hier hin. Zack, dann sollte das mit der Energie besser sein, weil das stand auch in den Kommentaren. Ja, 26,9. Ich denke, das können wir mal lassen. Haben wir gerade die Möglichkeit, noch irgendwie einen Nahrungstüchter zu bauen? Nein. Ich glaube, irgendwie... Essensdinger hätten wir noch. Das hier sind Nullsamen, Sauerstoff 300. Oh, okay, dann brauchen wir dringend einen Vegetube. Durst. Werden wir hier schnell machen. Vegetube. Der Dreier war's. Da fehlt Silizium, Magnesium, Aluminium. Aluminium. Silizium habe ich doch eigentlich gerade aufgelesen. Nein. Nein, ich guck nochmal schnell. Also Silizium haben wir. Wir brauchen zwei Silizium. Magnesium haben wir keines. Das haben wir schon geguckt. Das andere. Was war das andere gleich nochmal? Falscher Knopf. Aber jetzt ist wenigstens Ruhe draußen.
Magnesium, Aluminium, ja, einfach Silizium und Magnesium brauchen wir. Okay, gehen wir schnell gucken. Gehen wir aber in die andere Richtung. Hier unten ist mir dann doch zu sehr aufgeräumt schon das Ganze. Oh, und genau, zum Wrack müssen wir dann auch nochmal. Da haben wir doch Silizium. Zum Wrack müssen wir dann auch nochmal zu dem einen. Da kann man anscheinend durchs Cockpit. Durchs Cockpit eben rein. Magnesium. So, wir schauen schnell. Jawohl, das würde passen für Vegetube 3. Ne, Magnesium. Ja, wir sollten halt vielleicht doch mal einfach irgendwie eine ganze Weile irgendwie sammeln, machen und tun. Ja, und dann die Schränke füllen. Dann hätten wir alles an der Basis. Dann können wir alles mal zusammenbauen. Hatten wir hier irgendwo noch einen Eingang? Bin irgendwie dran vorbeigerannt. Kann das sein? Ach, come on. Hier hinten ist er. Jetzt habe ich ihn gefunden. Also, wohin mit dem Teil? Wir haben hier welche. Ich würde tatsächlich hier weitermachen. Wenn hier noch so ein Teil hingeht. Ach, jetzt fehlt Eis. Hä? Moment, nee, bin ich da richtig? Nee, passt doch. Ich habe das Falsche angekreuzt. So, das müsste doch... Ach nee, die sind für draußen. Stimmt. Dann machen wir dich hier draußen hin. So, zwar einmal würde ich sagen hier. Sehr gut. Dann dich befüllen. Da müssen wir erst nochmal rein und kurz diese Dingens holen. Machen wir natürlich auch. Hier. Nee, die waren es. Doch, die waren es mit 300. Wow. Okay, also 300-facher Faktor. So, immer hinein damit. Jawohl, dann soll das sprießen und dann wird hier geterraformt. Wir sind bald bei 100. Ab wo passiert was? Wir schaffen einen blauen Himmel. 1,75 Millionen. Nee, Moment. 175.000 Ti. Ja, da sind wir noch ein bisschen entfernt von. 100 haben wir. Ja, da ist noch eine Null mehr. Eieiei, okay, da müssen wir hier aber terraformen. Ohne Ende. Aber das ist ja auch okay. Gut, was können wir sonst noch machen? Ich hätte halt gerne nochmal so einen Nahrungszüchter. Mir geht das mit der Nahrung fast ein bisschen zu lang. Der wäre auch nicht so kompliziert. Sprich, da brauchen wir einfach nochmal Aluminium, wie wir sehen. Haben wir hier. Und der Nahrungszüchter, zack, der ist hier. Und der kommt, ja, ich würde sagen, hier haben wir zwei. Haben wir hier nochmal einen? Jawohl, hier ist einer. Vielleicht hier hin. Dann kommen wir nicht mehr in die Kiste ran. Dann machen wir dich hier hin. So, einmal drehen. Ja, dann sehen wir, hier ist vorne, das passt. Zack, dann gehen wir mal schauen. Das bringt alles nicht viel, aber irgendwo dachte ich, hätten wir eben noch Nahrung. Ne, das ist auch nichts, das sind Samen, die bringen nichts. Da, Kürbiskerne. Was anderes haben wir halt nicht. Doch hier die Auberginensamen, die bringen glaube ich ein bisschen mehr, oder? Wer bringt hier mehr? Das steht leider nicht dabei. Haben wir sonst noch was an Nahrung? Ja, hier wieder die. Ansonsten nichts. Und hier haben wir nochmal solche Samen. Nee, ich weiß ja tatsächlich nicht, was jetzt mehr bringt. Weil das steht irgendwie nicht angeschrieben. Erst muss ich es nochmal finden. Hier, Auberginensamen. Ich glaube, die Kürbiskerne bringen mehr. Es stand, glaube ich, sogar mal in den Kommentaren. Ja, aber das wäre natürlich nicht schlecht, wenn das angeschrieben wäre. So, hätten wir. Die Aubergine kann ich pflücken. Sehr gut. Und hier... pflücken und hier pflücken. Dann haben wir nämlich wieder dreimal Nahrung an Bord. Auch wenn das nicht so viel Wert hat. Ja, wie halt die anderen Sachen. Also diese Nahrungsmittel aus dem Weltraum. So, hier haben wir gesagt Eisen. Ne, mit Eis machen wir nochmal schnell ein Getränk. So, Moment, zack. Da kann ich nichts machen. Da bräuchten wir nochmal einen Kobalt. Haben wir nicht immer noch einen Kobalt? Nochmal die ganzen Kisten durchsuchen. Bei den Schränken geht halt dermaßen viel mehr rein, ist natürlich schon angenehm. Man hat dann auch eine bessere Übersicht, definitiv. Gut, sollen wir? Ich überlege gerade, ich würde natürlich schon gern die Basis weiter ausbauen, aber mich reißt es auch nochmal wegen Aluminium gucken zu gehen und diesem Raumschiff, was wir haben. Das war... Irgendwo stand mal noch, wenn ich hier hinten, glaube ich, lang gehe. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo das war. Da hinten? Ne, das müsste in die Richtung gewesen sein. Ja, wenn wir dort durchgehen, da wo ich gerade hingucke, da müssen wir doch eigentlich, wenn ich mich nicht völlig vertue, wieder gleich weit oder an die gleiche Stelle kommen wie da hinten. Ich sollte hier nicht rumstehen und Sauerstoff verbraten. Wir machen das mal. So, wir brauchen ein Wässerchen. Wässerchen haben wir, das brauchen wir nicht. Das lassen wir hier. Die Nahrung nehmen wir mit.
Dann nehmen wir hier noch so eine Weltraumnahrung mit. Und wir nehmen noch mit... Ja, Sauerstoff. Ja, okay, das reicht. Wir haben da hinten ja noch eine Kapsel. Wir nehmen nochmal Nahrung mit. Einfach. Ne, dann können wir wieder nichts mehr mitnehmen sonst. Wir machen es so. Muss ich gerade noch was machen? Nein, wir können starten. Dann schauen wir mal. Wo wollte ich jetzt hin? Schon wieder die falsche Richtung. Der Herr Heisenberg und sein Pfadfinder gehen. Halleluja. So, in die Richtung war es. Da sind wir vorher hin, also früher. Jetzt gehen wir mal hier hin. Hier vorne. Und schauen, was passiert, wenn wir dort durchgehen. Dann müssen wir, glaube ich, relativ schnell wieder bei dem Wrack sein. Ich nehme jetzt mal noch nichts mit. Wir können auf dem Rückweg noch was mitnehmen. Weil ich möchte primär Aluminium und ich möchte primär... Was sehe ich denn da? Oh, Heizung T3. Sehr schön. Seht ihr das? Das sind Förderbänder. Aber dem Raumschiff fahren wir doch schon mal. Warum hat es denn hier Förderbänder? Sag mal, jetzt geht's aber los. gehen wir mal schnell gucken. Ja, das war, glaube ich, eins der ersten Schiffe, die wir gefunden haben. Oder das zweite. Sind das überhaupt Förderbänder? Nee, das sah nur so aus, wie wenn sich das bewegen würde. Aber irgendwelche... Ja, wie soll ich sagen? Das ist kein Stein. Also das sind tatsächlich irgendwelche Metallteile. Wir gehen mal hier durch. Eisen, Titan. Ja, ich weiß, ich habe mal gesagt, Eisen könnte man immer mitnehmen. Aber wir sind halt tatsächlich... Ja, wegen Aluminium hier. Und Silizium, ja, könnte man auch. Und Eisen. Trotzdem, es geht um Aluminium. Nein. Aber nicht, dass ich mich hier verlaufe. Da haben wir auch nochmal. Guck mal, hier ist nochmal eine Kiste. Sehr schön. Ist hier irgendwo das Wrack? Dann wissen wir, dass wir richtig sind hier. Nochmal Wässerchen. Aluminium, Aluminium. Nochmal Uran und nochmal Iridium. Das nehmen wir mit. Eisen. Oh, ich fürchte, ich verlaufe mich dann hier irgendwann. Eieiei. Das wäre ganz schlecht. Es geht aber auch überall irgendwie lang. Guck mal, aber wir sehen das Leuchtfeuer da. Sehr schön. Kann es sein, dass ich jetzt wieder rausgehe? Jetzt laufe ich eigentlich wieder zurück wahrscheinlich. Das hätte ich jetzt ohne dieses Teil gar nicht gemerkt. Wir brauchen Sauerstoff. Ja, hier geht es wieder zurück. Ah, dieses Leuchtfeuer, das hat natürlich schon eine gewisse Qualität. Das muss man sagen. Wenn man das natürlich tatsächlich hier durch Wände durchsieht. Aluminium? Aluminium. Wenn man das sogar durch Wände durchsieht, das ist natürlich dann schon relativ gut. So, also hier einfach mal weiter. Ich habe mich ein bisschen von der Kiste ablenken lassen. Deswegen sind wir dann im Prinzip wieder zurückgelaufen. Weil das wäre natürlich der nähere Weg, wenn das tatsächlich zu diesem Wrack führt. Das führt im Moment nicht zum Wrack, es führt aber zu einer Kiste. Ja, Nahrung, Nahrung, Aluminium, Aluminium, Aluminium und Zonteil. Das heißt, irgendwas fliegt raus. Jo, jetzt wird es aber hier kritisch. Iridium werden wir brauchen. Wir schmeißen Aluminium tatsächlich raus, weil wir wissen, wo wir das kriegen. Uran nochmal. Wasserflasche raus, Uran rein. Nochmal eine Wasserflasche raus und dann werden wir Wasser wieder herstellen, würde ich vorschlagen. Jetzt kann ich hier natürlich Aluminium nicht mehr mitnehmen. Jetzt ist voll. Aber wir sind hier ja auch nicht richtig. Weil ich wollte eigentlich ursprünglich zu dem einen Wrack, wo ich x-mal dran vorbeigelaufen bin und nicht reingekommen bin. Eben, da kann man anscheinend via Cockpit rein. Aber das wusste ich halt auch nicht. Ich bin, glaube ich, sogar darauf rumgeturnt und habe das nicht gemerkt. Das ist falsch, wenn ich hier lang gehe, ich weiß. Versuche trotzdem mal, ob ich hier auch irgendwie lang komme. Dann können wir das noch ein bisschen ergründen, das Ganze hier. So, weil wir sind eigentlich noch so weit auf der sicheren Seite. Wir müssen dann dringend Wasser natürlich noch... Oh, nochmal eine Kiste. Ja, jetzt müsste man sie irgendwie markieren können. Ja, da haben wir nochmal ganz viel Zeug. Soll ich jetzt Auberginen opfern? Ne, wir kommen wieder hier hin, wir lassen die Kiste einfach in Ruhe. Aber wir sehen, es gibt tatsächlich doch noch ein paar von denen. Hier in der Welt. Und jetzt düsen wir zurück zum Schiff. Also zu unserem. Das wäre dann vielleicht hier lang und hier die Kurve. Man müsste es irgendwie so, keine Ahnung, Nüsschen. Situationsniveau. Oh, ich habe aber irgendwas an... Ja, wir haben noch genug Wasser. Kein Problem. Oh, Sauerstoff ist aber auch schon wieder flöten gegangen. Ja, jetzt sind wir wieder auf der sicheren Seite. Das freut mich. Ja, hier geht's lang und hier waren wir... Oh, genau, der Arnie hat noch gemeint, wenn du diese... Die haben wir aber auch noch nicht gesehen. Zack, einmal den hier. Jetzt kann ich das nicht rausschmeißen, weil ich könnte die Kiste zerlegen.
Das hat der Arnie mal noch geschrieben. Aber dafür müssen wir einen leeren Inventar haben. Ich glaube, wir gehen dann mal nochmal los und zerlegen hier mal noch ein paar von den Kisten, weil ich glaube, da gibt es auch nochmal Material. Und vor allem der Vorteil ist, du guckst dann nicht jedes Mal wieder nochmal in eine Kiste rein, in die du eh schon reingeguckt hast. Ach, schau mal hier. Ja, hätten wir natürlich auch nutzen können. Haben wir jetzt auch schnell. Hier haben wir noch tatsächlich noch Getränke drin. Ja, das müsste man sich eben auch merken. Dann sind wir hier eigentlich halbwegs in Sicherheit, wenn wir hier lang düsen. So, und zu diesen 3-Meilen-Stiefeln gibt es noch was zu sagen. Eben, das kann man dann mit der Leertaste aktivieren. Dann fliegt man ein bisschen. Allerdings, wir brauchen noch Kollege Jetpack dazu. Und das ist wahrscheinlich wieder ein Bauplan, den wir dann irgendwie kriegen müssen. Jetzt haben wir den Bauplan für die Heizung gekriegt. Das ist schon mal gut. Oh, dieses Leuchtfeuer ist sehr, sehr gut. Da sieht man wirklich immer, wo die Basis ist. Und ich würde mal behaupten, da reicht zum Teil auch eins. Weil wir haben ja die blaue Markierung. Da könnte man dann für unterschiedliche Basen unterschiedliche Farben nehmen. Das ist natürlich auch eine Idee. So, gehen wir hier mal rein. Und schauen mal, was wollten wir jetzt alles? Im Prinzip wollten wir abladen. Und abladen würde ich dann schon hier hinten. Wir machen hier mal noch Aluminium rein. So, dann wissen wir, in der ersten Kiste ist Aluminium drin, in rauen Massen. Sehen wir hier, Eisen geht man nochmal rüber. Ja, dann werden wir nach und nach hier ummodeln. Beziehungsweise ich könnte hier eigentlich auch noch die Nahrung reinballern. So, ich hoffe, die hält ein bisschen. Also Nahrung und Aluminium. Nochmal Nahrung. Und eine Nahrung nochmal rüber, einfach dass wir auf der sicheren Seite sind. Okay. Können wir was bauen? Ja, die dritte Heizung. Da fehlt Iridium. Haben wir aber. So einen Stab haben wir irgendwo. Ne, wir haben einen anderen Stab. Irgendeinen Stab hatten wir. Wo ist mein Stab hingekommen? Ich weiß, dass wir einen Stab hatten. Da. Ach, das ist aber ein Uranstab. Wir brauchen einen Iridiumstab. Ja gut, dann müssen wir gucken. Dann können wir die T3-Heizung noch nicht machen. Wie sieht es denn aus mit der Heizung 2? Silizium, Titan, Aluminium. Terraformen. Silizium, Titan, Aluminium. Aluminium. Ja, jetzt geht die Suche wieder los. Irgendwie müssen wir das tatsächlich noch optimieren. Nee, Silizium haben wir keins. Also wir müssten vor allem nicht noch optimieren. Wir müssten vor allem... Da haben wir Titan, dann fehlt tatsächlich Silizium. Wenn wir mal ein bisschen nach Silizium gucken. Wir müssen mal wirklich so richtig auf Beutejagd gehen. Dahingehend, dass wir wirklich von allem mal ein bisschen haben. Und dann die Schränke füllen. Und dann hätten wir nämlich wirklich ein Momentchen Ruhe. Weil wir sehen, auch hier ist halt, hier gibt es ja halt gar nichts mehr. Alles abgegrast. Also Silizium, das ist Aluminium. Magnesium. Wir haben Eis, nehme ich auch noch mit. Wir haben gesagt, wir brauchen mal noch wieder, dass wir ein bisschen Getränke herstellen können. Ein paar Sauerstoffflaschen. Hier nochmal Eis. Das werden wir gleich noch machen nachher. Damit wir davon genug haben. Ihr wisst aber auch, wir haben in der anderen Kapsel da hinten ja auch noch was. Silizium ist hier aber eher Mangelware. Da. So, nehmen wir gleich noch ein bisschen Eisen mit. Und füllen jetzt tatsächlich... Ja, Titan können auch mitnehmen. Und füllen jetzt tatsächlich unsere Schränke auch damit. Eisen. Bis wir halt tatsächlich voll sind. Eis, Eis, Eis. So, Kobalt nochmal, bitteschön. Den Rest würde ich jetzt mit Kobalt auffüllen. Guck jetzt nicht, wie viel Platz wir noch haben, weil das merken wir automatisch, genau. Wenn da kommt Inventar voll. So, hier geht's wieder zurück. Oh, ich liebe dieses Leuchtfeuer. Das hätten wir schon viel früher haben müssen. Aber eben, das kriegst du halt auch erst im Laufe der Zeit. Ganz klar, das konnte man nicht früher haben. Ja, aber ich habe mich ja dann schon mal einmal so verlaufen, dass wir gestorben sind. Das weiß ich tatsächlich noch. Da hatte ich keine Chance mehr. Das war, es sah überall gleich aus. Und wir hatten halt dieses Leuchtfeuer nicht. So. Wir schauen mal. Ne, wir gehen zum Schrank. Vielleicht sogar zum zweiten Mal. Ihr könnt nur die Sachen reinballern. Die exotischen. Und dann gehen wir doch mal kurz basteln. Haben wir jetzt wieder Aluminium? Hier? Ne, das ist Eis. Wo haben wir denn Aluminium? Hier oben. Ja, schmeißen wir rüber. Titan, Titan. Das wieder rüber. Und den Rest auch noch rüber. Und dann gehen wir mal kurz basteln hier. Nämlich... Wasserfläschchen. Jawohl, können wir nochmal. Dann ist Feierabend, aber hier können wir noch.
Und dann ist wieder Feierabend. Dann sieht das hier so aus, dass wir wieder relativ gut unterwegs sind. Und jetzt, ich wollte glaube ich die zweite Heizung nochmal. Die hier, Iridium, Titan, Eisen. Gehen wir doch schnell gucken. Iridium, Titan, Eisen. Reicht das schon? Nein, falsch. Oh, und das Exoskelett, das war ja auch nochmal. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Eieiei. Heizung 2. Einmal Iridium fehlt. Und was fehlt? Aluminium, glaube ich. Da haben wir Iridium. Machen wir doch mal schnell. Ja, Aluminium nochmal. Zack, einmal rüber. Einmal aufrufen. Heizung 2. Ja, könnten wir eigentlich oben machen. Oben haben wir Platz, dass wir oben noch ein bisschen gucken. Dass wir hier mal ein paar Heizungen haben. Hier haben wir ja schon eine. Das passt doch. Dann machen wir hier so ein bisschen eine Heizungsdingens. Zack. Läuft. Sehr gut. Wir sind schon auf 158.000 beim Terraforming. Also wenn man da mal ein paar Sachen hat, dann flutscht es auch. Man sieht. Dann geht das relativ zügig. Hier wächst wieder und gedeiht alles. Sehr schön. Hier ebenfalls, bist du fertig? Wachstum 73%. Nö, brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Gut, liebe Freunde, hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder hier. Ja, pünktlich um 15 Uhr zurück zu Planetcrafter. Macht's gut, bis dann. Tschüss.